ne? Und dann, ja, ich hatte noch ein paar Fragen zu meinem Besander und so, und wie funktioniert, die waren super nett. Ja, und vielleicht dann gefragt, hat die Frau mir geholfen. So, lieber Rahmenfüchs, jetzt sind wir hier bei Swordman auf dem Messestand. Neben mir, ihr kennt ihn schon, Michael Suchanka, der Geschäftsführer von Swordman. Und wir haben hier zwei Highlights. Ihr habt zwei Highlights, die ihr hier präsentiert. Aktuell, das eine Gerät hat mich völlig überrascht. Und zwar ein kleiner und sehr, sehr pfiffiger, ich habe ihn ja schon mal angeguckt, ein sehr, sehr pfiffiger Aerifizierer. Ja, Michael, wie seid ihr denn dazu gekommen? Ja, wir haben einen neuen Konstrukteur im Haus. Der sich natürlich, das ist sein erstes Projekt, was der von uns bekommen hat, was der machen soll. Und so sieht das jetzt im Endeffekt aus. Das Gerät wurde jetzt ein halbes Jahr getestet auf Herz und Niere. Wow. Und wir sind jetzt überzeugt, dass wir bald in die Produktion damit gehen können und ja, was ist das Kunden ansprechen. Entschuldige, was ist das Besondere an diesem Gerät? Was unterscheidet es von anderen kleinen Aerifizierern? Ja, also wir können das Gerät variieren. Wir können 4 Spikes bis zu 12 Spikes einbauen. Wir haben hier eine gelenkige Achse, die sehr, sehr einfach zu bedienen ist. Also es ist sehr handlich, sage ich mal. Also sehr leicht zu manövrieren, sehr, genau. Durch diese sehr, sehr interessante Lenkung hier. Man kann natürlich deswegen auch beim Lenken oder beim Fahren, beim Kurvenfahren aerifizieren. In der Kurve aerifizieren, ja. Das ist cool. Die Spoons, die sind ja auch so Dämpfern eingebaut, damit auch bei der Fahrt die Spoons schöne genau rauskommen, wieder rauskommen. Ja. Wie tief geht er? Bis zu 10 cm. Bis zu 10 cm, das ist gut. Das ist, ich glaube, auch besser als die anderen Maschinen, die es so in der Größe gibt, meine ich. Also, wow. Gut, wir haben hier auch ein sehr gutes Gewicht, also 130 Kilo bringt die Maschine. Cool. Ja, du hast gesagt, er wird bald fertig sein. Wann genau, kannst du das schon sagen? Also wir schätzen, dass wir noch so ungefähr 1,5 Monate brauchen für den Feinschliff, dass wir dann wirklich auch dem Kunden die Maschine anbieten können. Testen kann man ihn noch nicht? Ich denke bald schon, ja. Bald schon, also jetzt heute noch nicht, leider. Okay, gut, gucken wir uns noch kurz die zweite Maschine an. Das ist jetzt ein echtes Profigerät. So, Michael, ja, das ist hier, ja, das ist euer zweites neues Gerät, der Edwin 95. Wow, also ich stehe zum ersten Mal davor und ich hätte nicht gedacht, dass das Ding so groß ist. Ja, was ist das? Ja, das ist unser Fußballmäher, der Edwin 95. Unsere Kunden sollen die Fußballvereine sein, Sportclubs, die einfach diese Breite auch nutzen können. Ganz wichtig bei der Maschine ist, dass wir eine Hinterwalze haben, die gummiert ist. Die ist in 3 Teile geteilt und der Antrieb ist ja auf der mittleren Walze in der Mitte. Und die 2 seitlichen Walzen, die drehen einfach mit. Ah, also okay. Wir haben hier die Grundausstattung. Darf ich mal den Fangkorb abnehmen? Ja. Das wir ist haben hier eine riesen Grundausstattung. Fangkorb. So, das ist jetzt die 7 Messerspindel, ja. Mit der wir das Gerät jetzt getestet haben. Also das Gerät ist jetzt auch seit halbem Jahr eigentlich im Einsatz bei uns auf dem Fußballfeld. Und das wird jetzt auch in eineinhalb Monaten auf den Markt gestellt. Wir müssen hier noch den letzten Feinschliff machen mit den Griffen. Das ist jetzt fast fertig? Es ist jetzt fast fertig. Okay. In 2-3 Monaten kommen auch die Austauschkassetten. Also das wird ja auch gemacht. Ja. Also gibt oder es angeboten. Auch, gibt es auch hier für unterschiedliche Kassetten, wie bei euch, bei den Kleinmähern, wir kommen auch zum Austauschen. Richtig, wir kommen jetzt zuerst mit der Lüfterkassette. Ah ja, super. Läuft er schon? Kann man ihn schon mal anschmeißen? Den kann man anschmeißen, auf jeden Fall. Ja, los, mach mal bitte. Oi! Auf einmal mit E-Starter. Genau. Also wir wollten das dem Kunden so angenehm wie möglich machen, ja, dass man nicht mehr sehr Seil sieht. Genau. Spindel läuft auch. Cool. Dankeschön. Danke. Ist gut.
Also das Ding läuft schon, hat sich ja doch etwas verändert, die Maschine. Ich habe ja meinen ersten Prototypen gesehen. Könnt ihr mal im Video nochmal gucken hier, als wir Swordman besucht haben. Aber jetzt seid ihr soweit fertig damit. Und gibt es auch eine Akkuversion irgendwann? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr wird es, also das wird der ähnliche Aufbau sein wie bei dem Edwin 95, nur natürlich mit Akku. Da lasst euch noch ein bisschen überraschen. Okay, gut, Michael, vielen Dank. Cool, und viel Erfolg mit deinen Maschinen. Dankeschön. So, cool.